130.000 Fahrzeuge passieren die A1 an einigen Orten pro Tag. Transportminister Albert Rösti hat daher verschiedene Expansionspläne. Aber ein zentrales Projekt auf der A1 ist blockiert. An der A1 festsitzt der 13. Bundesstadtrat Albert Rösti hat verschiedene Projekte durchgeführt, mit denen der Stau bekämpft werden soll. Auch um 20 Min Matthias Spicher zwischen Lutherbach und Hertens zu erweitern. Aber Einwände verzögern die Ausdehnung. 20 Min Matthias Spicher aus diesem Grund hat der Bundesrat kürzlich seine Pläne für die Erweiterung der Schweizer Straßen eingereicht. Bis 2030 plant er Expansionsprojekte für rund 11,6 Milliarden CHF zu bekämpfen. Dies soll die Reisezeiten verkürzen und die Kosten der Wirtschaft senken. Die Expansion auf 6 Spuren zwischen Lutherbach und Herchen ist jedoch verzögert. Auf Schweizer Autobahnen ist es oft nur träge. In 2021 hat das Bundesbüro von Straße nur mehr als 25.000 Stunden für den Verkehr für Verkehrsüberlastung registriert. Es gibt auch Staus aufgrund von Unfällen und Baustellen. Dies ist für die Wirtschaft teuer. Für 2019 schätzt das Bundesbüro der Statistik CHF 1.180 Millionen. Bis zum Ende der Corona-Maßnahmen. Die Zahlen dürften derzeit auf ähnlicher Ebene bewegen. Blechlawinen treten besonders häufig auf der A1 auf. Es verbindet die Schweiz von Genf, Bern und Zürich mit St. Gallen. In Wallersellen ZH. 130.000 Fahrzeuge passieren die Zählstation pro Tag und rund 105.000 in Schönbühl. Rechtliche Fortschritte und Breakdown-Streifen sollten helfen, die Politik reagierte auf dies. Zum Beispiel ist seit 2021 ein rechtlicher Fortschritt in den Kolumnen zulässig. In einigen Fällen werden selbst die Breakdown-Streifen verwendet, um zusätzlichen Platz für die Autos zu schaffen. Der Bundesrat unter der Leitung des Verkehrsministers Albert Rösti hat vor einigen Wochen ebenfalls seine Pläne vorgestellt. Nach 2030 plant er Expansionsprojekte im National Road Network für rund 11,6 Milliarden CHF anzugehen. Astra-Sprecher Thomas Rohrbach erklärt, dass der A1 auch in einem Expansionsschritt 2023 erweitert werden soll für den Rosenberg-Tunnel in der Nähe von St. Gallen. Es sollte noch eine Weile dauern, bis die neuen Straßen sind. Jetzt sind der Nationale und der Staatsrat im Zug. Wir gehen davon aus, dass das Parlament 2023 dafür entscheiden wird, sagt Rohrbach. Stecken Sie oft im Staus? Ja, fast jeden Tag. Zwischen. Es ist erträglich. Nein, das ist kein Problem für mich. Ich fahre kein Auto. Die Politik erzählt jedoch nicht nur die Politik. Da die bereits genehmigte Erweiterung zwischen Lutherbach und Hernen im Kanton von Solothurn zeigt, die Erweiterung sollte erst 2024 beginnen.